Hallo und herzlich willkommen zu Zertifikate Depot. Wir sprechen über das derivate Musterdepot des Anlegermagazins Der Aktionär zusammen mit Thomas Bergmann. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Wir schauen auf die Werte, die sich noch im Depot befinden und die sich jetzt nicht mehr mit drin befinden. Da hat sich jetzt jüngst einiges getan. Aber wir starten erstmal quasi mit dem Gesamtmarkt, mit dem deutschen Leitindex. Bevor wir da aufs Produkt blicken, wo es ja auch noch spannend wird. Ja. Erstmal so ganz allgemein zum DAX. Jahresendrallye sind wir aktuell wohl eher nicht. Nein, also die Jahresendrallye, wenn man das so sagen will, die hatten wir schon. Wir waren ja bei 9.300, hatten dann einen wunderschönen Aufwärtstrend ausgebildet, sind dann ja über die wichtige 200-Tage-Linie gestiegen und haben quasi ein Fehlsignal geliefert. Also das kann man hier im Nachhinein so sagen. Der Ausbruch war leider nicht von Nachhaltigkeit geprägt, sondern ist dann wieder abverkauft worden. Der Euro wird als Grund genannt. Jetzt mal ist es auch das Öl. Der schwache Ölpreis, der hier angeführt wird für den Kursrückgang. Ich sag mal, auf der anderen Seite, der niedrige Ölpreis, der wird vielen Unternehmen, vor allem den energieintensiven Unternehmen wie in der Heidelberg Zement zum Beispiel, der Lufthansa sicherlich helfen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Vorstände dann nicht unglücklich darüber sind, dass der Ölpreis so niedrig ist. Die deutschen Konsumenten sparen sich im Jahr 10,5 Milliarden Euro, wird berechnet, an Benzinkosten, was sicherlich zu großen Teilen auch in den Konsum fließen wird. Also so negativ, wie viele den Ölpreis sehen, das sehe ich nicht. In Amerika wird er vor allem negativ gesehen, weil ja doch im Dow Jones einige Schwergewichte aus der Ölindustrie sind. Die leiden natürlich unter diesem Ölpreisverfall. Und es hat natürlich auch Auswirkungen auf die Investitionen, wie wir gehört haben. Also die fallenden Rohstoffpreise führen dazu, dass zum Beispiel Anglo-American ja 60% seiner Belegschaft entlassen will. Also das sind schon Hausnummern und das wird sich natürlich auf die Zuliefererindustrie auswirken. Ja, kommen wir sonst zur Situation. Wir bewegen uns jetzt bei 10,6. Gestern Abend, also am Mittwochabend schon unter der Marke von 10.500. Also hier haben wir eine ganz massive Unterstützung. Mhm. Ich hoffe mal, dass die Marke von 10.500 Punkten jetzt einfach verteidigt wird. Hier hatten wir ein Gap noch offen von Oktober. Das sehen wir jetzt halt hier nicht. Das war in diesem Zusammenhang hier gebildet worden, diese Kurslücke. Die wurde jetzt geschlossen. Eigentlich bilderbuchmäßig mit 10.500,03 Punkten. Das stimmt mich positiv, dass wir seitdem um 100 Punkte wieder gestiegen sind. Also ich hoffe mal, dass wir das Schlimmste hinter uns haben. Wenn ich jetzt hier mal den Dreijahreschart beim DAX aufrufe, können Sie uns verraten, warum nächste Woche ganz spannend wird für das Produkt, das Sie bezüglich des DAX im Depot haben? Es wird doppelt spannend. Einmal haben wir die FED-Entscheidung am 16. Dezember. Man geht davon aus, dass die FED den Leitzins leicht anheben wird. Das Gute ist, dass der Bewertungstag für den DAX Discount Call auch am 16. Dezember ist. Allerdings mit den Schlusskursen dann oder den Mittagskursen von deutscher Zeit, mit deutscher Zeit. Das heißt, das Ganze, der Zinsentscheid fließt nicht mehr hier in die Entscheidung mit ein. Also am 16.12. wird geschaut, notiert der DAX über der Marke von 10.200 Punkten. Ist das der Fall, bekommen wir 5 Euro zurück. Im Moment notiert das Produkt, ich habe vorhin noch geschaut, bei 4,68 Euro rund. Also das sind 32 Cent, die man hier noch auf sich von wenigen Tagen machen kann, bei überschaubaren Risiko. Also ich muss sagen, es ist jetzt sogar noch ein sehr interessantes Produkt, sich mal auf die Watchlist zu legen. Und wenn das der Fall ist, wie gesagt, dann gibt es die 5 Euro zurück. Würden wir unter 9,7 fallen, wäre das Produkt wertlos. Das schließe ich aber aus. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir da bis dahin um 900 Punkte nochmal fallen. Also alles ist möglich, aber die Wahrscheinlichkeit erachte ich doch als gering. Und zwischen 10,2 und 9,7 orientiert sich halt die Rückzahlung am DAX-Kurs am Bewertungstag. Angenommen, er notiert bei 10,1, dann gibt es 4 Euro zurück, bei 10.000 3 Euro und so weiter und so fort. Jetzt hatten Sie gestern noch 5 Werte im Depot, jetzt sind es mittlerweile nur noch 3, denn der Tech DAX, der ist nicht mehr mit dabei. Was ist passiert?
Ja, viele Anleger werden es wissen, haben es heute auch bei uns schon gesehen. Aixtron ist um zeitweise 40% eingebrochen, hat den TecDAX mit nach unten gezogen. Wir haben hier jetzt das Ganze ja auf Schlusskursbasis. Wir waren bei 1790 Zählern. Damit wurde unser Stoppkurs leider ausgeübt. Es war ein sehr spekulatives Produkt mit einem echt engen Stopp, weil wir gesagt haben, nach dem Ausbruch auf neue Höchstkurse müssen wir hier rein. Auch hier eben das Fehlsignal und eben heute, Aixtron sei Dank, sind wir ausgestoppt worden. Also es ist sehr ärgerlich, dass eben so ein Einzelwert den Index hier eben diese Punkte kostet, weil grundsätzlich sind wir für viele Werte im TecDAX doch ganz positiv gestimmt. Sicherlich einige sind heiß gelaufen, hatten wir letztens erst hier an dieser Stelle besprochen, aber es gibt doch einige mit noch Potenzial und ja, zum Leidwesen des Depots sind wir hier ausgestoppt worden. Wir können uns ja mal die Entwicklung des TecDAX auf Sicht der letzten 3 Jahre anschauen und vielleicht von Ihnen eine Prognose, wie könnte es denn im nächsten Jahr bezüglich des TecDAX weitergehen? Also wie gesagt, es gibt ein paar Unternehmen, ein paar Schwergewichte im TecDAX, die sind schon sportlich bewertet, aber die Highflyer von diesem Jahr, wie eine Adva, hat noch Luft, hatten wir gesagt. Auch eine United Internet, ein wirklich sehr solides, gut aufgestelltes Unternehmen, dürfte weiterlaufen. Wir haben Xing, die im Vergleich zu LinkedIn durchaus noch, ja, ich will jetzt nicht sagen günstig bewertet ist, aber doch noch ein bisschen Luft nach oben hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir in dem Bereich von 2000 Zählern in einem freundlichen Gesamtumfeld durchaus noch laufen können. Das heißt, für uns sollten wir eben hier diese Widerstandszone nochmal knacken, kann ich durchaus dafür sprechen, dass wir hier nochmal aufspringen auf den TecDAX. Es gibt noch einen zweiten Wert, der ausgestoppt wurde jetzt im Depot. Zu dem kommen wir aber erst gleich. Wir wollen vorher auf einen Wert gucken, der noch mit dabei ist, auf Airbus. Wie lief es denn hier seit der Aufnahme ins Depot? Ja, Airbus leidet zuletzt eben unter dem steiger gewordenen Euro. Wir hatten ja schon Kurse von 1,05 im Euro gesehen. Nach der Draghi-Entscheidung sind wir dann auf 1,10 jetzt in der Spitze gestiegen, bis an die 200-Tage-Linie. Und im Moment ist es so, starker Euro, schwacher DAX, schwacher Airbus, weil Airbus eben sehr viel Umsatz in US-Dollar macht und entsprechend leidet natürlich dann die Bilanz und die G&V unter dem starken Euro. Entsprechend fällt dann der Kurs zurück. Jetzt muss man natürlich aufpassen. Ich glaube, das ist die Marke hier, die Linie von 63 Euro. Dass die bitte nicht unterschritten wird, weil dann könnte ein Test eben der 200-Tage-Linie anstehen. Die Position ist im Minus, brauchen wir nicht drum rumreden. Wir hatten hier gekauft, wir hatten einen Ausbruch antizipiert hier bei Airbus in dem Bereich gekauft. Es kam der Ausbruch, aber wie halt alle oder die meisten Ausbrüche in der letzten Zeit ist auch bei Airbus ein Fehlsignal eben gebildet worden, eine klassische Bullenfalle, in die wir da reingelaufen sind. Jetzt muss man, wie gesagt, abwarten, ob dieser Bereich hält. Wir haben einen relativ engen Stopp, der liegt bei 1,30 im Produkt. Wir notieren im Moment, glaube ich, 1,48, dürfte dann die Tafel eingeblendet werden. Also wir haben noch Luft nach unten, aber der Spielraum wird enger. Aber wie gesagt, Airbus, super Auftragseingang, gut aufgestellt, die Geschäfte laufen rund. Also ich mache mir da langfristig keine Sorgen, aber ja, im Trading ist es natürlich immer schwierig, vom Timing her auch. Und natürlich hat sich das Bild zuletzt eingetrübt, brauchen wir gar nicht drum herum reden. Ich kann auch hier mal den 3-Jahres-Chart aufrufen und eben uns anschauen, wie die Aktie sich in den letzten Jahren entwickelt hat oder auch eben jetzt zum Beispiel 2014, wo wir diese Durststrecke, sage ich jetzt mal, hatten. Ja. Aber dann gab es ja hier schon das Kaufsignal mithilfe der 200-Tage-Linie. Hat sich ja lange Zeit als nachhaltig herausgestellt. Ja, eben hier das Neue. Und jetzt muss man eben schauen. Wir haben jetzt hier 3 Tops. Ja? Mhm. Grundsätzlich würde ich sagen, schaut nicht so freundlich aus. Aber 2 Punkte, die eben noch, ja, pro Airbus stimmen. Von der technischen Variante ist, dass wir eben diese Nackenlinie hier noch nicht unterschritten haben, dass wir noch oberhalb der 200-Tage-Linie liegen. Das ist positiv. Sollten wir diese beiden Linien, dann ja, würde ich sagen, dann sollte man auch bei Airbus mal rausgehen. Ebenfalls noch mit im Depot ist KUKA. Da lief es ja auch ein bisschen besser als... Also KUKA ist schon ein Phänomen. Wir sehen hier
84,3 knapp unter Allzeithoch. Auch hier eben neues Kaufsignal generiert, sind auch noch drüber. Also hier noch hat sich das nicht als Fehlsignal erwiesen. Wir sind deutlich im Plus mit der Position. Internet der Dinge ist ein Thema. Industrie 4.0, sprich intelligente Roboter, die miteinander kommunizieren, ist ein Thema, was speziell KUKA anspricht. Und hier befinden wir uns quasi erst in der Entwicklung. Der Trend, der ist zwar schon am Laufen, aber ist mit Sicherheit noch nicht in seiner, an seinem Zenit angelangt. Wir bewegen uns hier quasi am Anfang des Zyklus. Und ich bin mir sicher, auch wenn die Analysten hier sehr unein sind, was die weitere Entwicklung geht, dass wir hier im Laufe des nächsten Jahres durchaus dreistellige Kurse sehen können. Auftragseingang, Gewinnentwicklung, alles läuft bei KUKA sehr gut. Also KUKA macht Freude, hier auch noch der Dreijahreschart. Wir wollen aber gleich jetzt mal auf den Wert zu sprechen kommen, der auch nicht mehr mit dabei ist neben dem TecDAX. Ja. Pro7Sat1 ebenfalls ausgestoppt worden. Ja, hängt natürlich mit der Gesamtmarktsituation zusammen. Eben auch hier Ausbruch über die 50-Euro-Marke, Fehlsignal, sind beim nächsten Test eben abgeprallt. Wenn man will, kann man hier eine SKS-Formation identifizieren, sind dann unter diese Nackenlinie drunter, schaut technisch nicht gut aus, fundamental ist alles im Lot. Aber das hängt natürlich mit dem Gesamtmarkt zusammen, dass sich da manche Werte einfach ja, nicht dagegen stemmen können, die dann mit abverkauft werden. Also ist jetzt vom Technischen her natürlich nicht schön, auch, aber wir haben nach wie vor die 200-Tage-Linie in Entfernung. Also mittelfristig ist alles in bester Ordnung. Alles im Lot, genau. Da sehen wir noch den Dreijahreschart, die Entwicklung des Wertes. Eben in ja, hier nochmal der Test eben erfolgreich. Jetzt muss man halt immer abwarten. Wie gesagt, auch hier drei so Tops. So, ich sag mal, die Formation sollte sich nach oben auflösen. Aber das betrifft nicht nur Pro7, wie wir gesehen haben, es betrifft viele Werte. Also ich denke mal, das Umfeld für Aktien ist nach wie vor positiv angesichts der Niedrigzinsen in Europa. Und von daher kommt man an den Aktien eigentlich nicht vorbei. Und wenn man da auf die soliden Werte setzen will, dann kommt man auch an Pro7 nicht vorbei. Dann Herr Bergmann, besten Dank für dieses Update zum Derivate-Musterdepot. Das war es schon wieder für diese Sendung. Wenn Sie mögen, können Sie sich gerne online nochmal anschauen. Ansonsten bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.